Unter Strom. Unter Strom. Meinst du, man kann da rechts von dem Strom sterben? Tauben. Bitte. Ich habe gerade andere Dinge zu tun. Ah, jetzt kann ich nach da. Geh doch zur Eglise. Batterie! Geh doch zur Eglise. Kirche, links. Da ist nichts. Sag dich doch, hier ist nichts. Hä? Wie verwirrt waren wir hier nicht eben gerade? Jetzt um die schönste Stelle. Ich will erst du kannst sehen, was das ist. Was hier noch ist. Was war das dann? Kirche. Oh, zum Glück ist die. Closet. Töte uns! Töte uns, brenn das Gebäude nieder, schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Drin hat sich ihm was bewegt. Blätter. Du musst dahin, wo du gerade herkommst. Geil. Was ist das? Nicht. Was ist das? Interesting. Das ist voll ordentlich, du machst mal alle Türen richtig hinzu. Ja, ich habe gelernt, dass man das machen sollte. So einem Spiel, weißt du? Das hieß, wie hieß das nochmal? Ich glaube Outlast. Was ist denn los? Wo muss man denn lang? Rechts, links, links, rechts, rechts, links, das ist verwirrend. Natürlich, creepy Corridor. Oh oh. Freue ich mich schon drauf. So, ich werde Ihnen jetzt eins sagen. Wenn hier jetzt irgendjemand aus irgendeiner sonst was springt, dann hau ich ihn so dermaßen die Kamera ins. Ich habe nichts passiert. Oh mein Gott! Was läuft mit Ihnen denn bitteschön falsch? Alter. Er färbt sich einfach. Come on. Come on. Yeah, come on, Daddy. Wenn Sie sich entschuldigen, ich werde weitergehen. Bevor das. Oh mein Gott, elektrischer Powerschalter aus Hebel. Der macht sich dann immer noch sein Just Fab. Just Fab. Gonna be okay. Dudum, dudum. Was denn? Ja, ich muss dir mal kurz einen Witz vorlesen. Ein verliebtes Paar sitzt am Strand bei Sonnenuntergang. Mhm. Da sagt der Mann, Schatz, darauf sie. Ja, was ist? Ja. LOL! Jemand hat den Strom wieder angemacht. Ja, was ist denn? Liebling, er wollen wir heiraten, sie. Oh ja. Daraufhin holt er aus und schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht. Sie, Hammerhai, er, richtig. Heiraten. Ah. Der Strom ist noch da, Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendetwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Oh, wie geil. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Muss ich ihn wieder ausschalten? Also erstmal ganz ehrlich, Leute. Ihr seid ja so blöd. Voll das Backtracking. Mann, Red Barrels. Backtrack. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer hier war und den Strom ausgemacht hat. Amaga. 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 Ich höre kein mehr, also war es bestimmt der Typ.
niemand. Du Scheiße! Alter, wie so los? Wie ist das jetzt denn vom Kopf gefallen? Dritter Knopf. Du mich auch, blöder Wichser, im wahrsten Sinne des Wortes, blöder Wichser. Miesen. Rein und zu. Achso, muss ich schon vorbei. Ah! Ach! Ach! Jetzt mal ganz ehrlich, was das ist für ein Wichsgesicht. Ach, das sind die Tüten von Barbara Saar. Barbara. Ja. Erstmal. Barbara Schöneberger. Das reicht ja mal für eine Werbe, ne? Ah. Oh mein Gott, das ist der. Lol, hier unten. Oh mein Gott. Da unten ist der Schalter. I'm running in the corridor. I'm running. Hallo Billy, wie geht's dir? I just wanna be. I just wanna be very better. So, okay. Like big bucks in a can of like did do. First, we close the door behind us. Wo auch immer der close the door ist. Das wäre krass, wenn das jetzt so Dahlia-mäßig gewesen wäre, auf einmal die Tür weg gewesen wäre. Das wäre gruselig, ja. Aber ich glaube, das wäre zu paranormal. Dieses Spiel beruht ja irgendwie auch immer auf menschlichen Versagen. Genau. Ja. Alter, wie groß dieser Anschein einfach ist. Das ist so übel. Vor allem, dass es immer noch Teile gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Hm. Stell dir vor, auf einmal, die machen auch so Experimente mit so Hunden und sowas. Oh. Auf einmal kommt dann... Oh, guck mal, da ist die Leiter, wo wir hin müssen. Perfekt. Dreh dich um. Ist hier noch irgendwo... Was denn? Ich weiß, ich will aber erstmal gucken, ob hier vielleicht nur irgendwas liegt. Wie kannst du das wissen? Keine Spekulation. Hui. Okay, hier schrillen gerade irgendwie die Alarmglocken. Ich weiß nicht warum. Dring. Ja, genau, so ungefähr. Dring. Kannst du links entlang gehen? Oh mein Gott, ich habe es so dermaßen gewusst. Ich habe es so dermaßen gewusst. Hier rumstehen ist nicht unbedingt die beste Methode, macht man zu. Mike, du musst laufen. Du musst laufen. Mike. Ich glaube nicht, dass hier Hera reingesprungen ist. Ich glaube, da hat nur jemand irgendwas reingeworfen oder irgendwen. Ist ja die Leiter hoch. Oh. Hier ist niemand, ne? Nee. Das war einfach nur wieder ein verdammter Brainfuck vom Spiel. Diese Jungs, diese Leute von diesem Spiel. Aber guck, du kennst schon alles. Und es braucht nur ein Licht auszugehen und schon kriegst du Panik. Und Wasser zu platschen. Ja. Oh Gott. Dieses Spiel macht mich so fertig. Ey, das gibt's doch nicht. Vor allem, irgendwie ähnelt hier nichts dem Mount Massive, dass wir damit Miles sehen. Das muss ja, der Baum muss ja echt riesig sein. So, ohne nach rechts zu gucken, was denkst du, wie lang finden wir schon? Keine Ahnung. Nee, ernsthaft jetzt? Ungefähr. Ich finde irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde. Gefühlt, ja. Ein Löffel. Oh Gott! Oh, ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, wer es vorbei ist, ja. Oh Gott!
Fuck the logic! Nein! Der muss da runterfallen! Ich hol mal beruhigende Kaugummis. Dankeschön. Es wäre so einfach, ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine... Was machst du denn da? Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Also ich finde es krass. Also, jetzt halt die Frage, wurde der runtergeschmissen oder hat der sein Leben selbst beendet? Oh, du hast Batterien, dann hast du nicht. Natürlich nicht. Ist bei mir auch. Ach Gott, Leute, das ist echt nicht witzig. Ich mag das nicht, du. Das ist mir alles. Oh! Und es speichert schon wieder. Oh, super. Oh, gruseliger, seltsamer Wasserturm. Hey! Schauen wir erstmal nach Batterien oder sonst. Klappe, Billy! Mann. Schrecklich, dieser Typ. Und Torben kommt jetzt bestimmt auch gleich, wird wieder aus irgendeiner Ecke springen und denkt, er kann mich erschrecken. Das denkt der Torben sehr oft in letzter Zeit. Okay, Leute. Don't fuck with me. Ich weiß genau. Ich weiß genau, dass hier irgendwas ist. Los, Waylon. Ja, Torben. Na? Okay, wir sind hier in einem sehr gruseligen Wasserturm. Also nicht so. Und schauen hier jetzt gerade, was hier oben ist. Da ist eine Leiter. Kaugummis, aber ich glaube... Tolles Product Placement. Ich glaube aber, dass ich erstmal keinen nehme, sonst verschlucke ich mich noch. Tja, das Fenster ist auch ganz unauffällig angedeutet. Es speichert schon wieder. Jetzt werden hier mal Nägel geköpft. Oh mein Gott! Das finde ich cool. Das ist ja riesig. Hast du die ganze an? Da vorne sind die Türme. Dann geht es ja nach hier hinten noch ewig raus. Mhm. Und da vor allem da vorne ist der Verwaltungsblock. Da müssen wir hin. Und da... Oh nein. Okay, Waylon. I like Enten! Ey, du stürzt jetzt! Waylon! Waylon, das ist viel zu hoch! Waylon! Waylon, aus! Fuck! Oh. Come on, Bro, ernsthaft! Er hat aber noch alle Finger, stimmt. Schön. Oh mein Gott. Das sind Frauen. Was? Weißt du, was das heißt? Wir haben im ersten Teil keine Frauen gesehen, die den Experimenten unterzogen wurden. Nur Männer. Oh nein. Nichts gegen die Frauen, die gerade mitgucken. Aber wenn die das schon so komisch andeuten, dann muss ja irgendwas jetzt sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Hä? Wo muss ich denn lang? Ich laufe im Kreis herum. Ich laufe im Kreis herum. Ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis herum. Ja. Hä? Hier ist Blut. Oder? Nee, ist kein Blut. Waylon!
Muss ich das irgendwie wegschieben oder so? Oh, vielleicht muss ich. Du musst mal R drücken. Ja. Das auch, ja. Wir haben noch 4 Batterien mehr. Hä? Muss ich denn lang? Hallo? Geh mal zurück. Ich bin verwirrt. Okay, von da kamen wir. Über links. Links hoch. Wo? Da? Links? Da. Links, hinter dir, links, hinter dir. Da. Da sind noch Bretter. Wo? Oh, da. Ja. Wo ist denn nicht hoch? Muss ich auch nicht in der Wand stellen. Dann dreh dich mal um. Oh. Wir sind auf einem gruseligen Dachstuhl. Das kann schon mal nichts Gutes bedeuten. Stuhl. Hier ist ein Bett. Wieso ist hier ein Bett? Da hat wahrscheinlich jemand geschlafen, meinst du? Sind wir hier oben etwa nicht allein? Das und vieles mehr in der neuen Folge Galileo Mystery. Woher kam eigentlich jetzt mal so ganz nebenbei? Oh, das ist schon so verzwickt hier. Rechts? Da unten drunter durch. Nein! Wer redet da? Gluskin. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Aha. Es geht um Gluskin. Ja. War der nicht vorhin immer? Der Bräutigam. Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Okay. Oh, okay. Wie hast du das eben gemacht? Ja, wie hast du das eben oft zurückgemacht? Okay, da sind unsere... Warte, das ist, wenn du... Oh, keine Ahnung. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich hier rauskomme. Oh nein. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Glucks, wie auch immer er heißt... Gluskin. ...dass der möglicherweise zum Problem werden könnte. Guck mal, kannst du die Tür da hochklettern? Ich bin gerade verwirrt. Wo muss ich hin? Verwirrt. Where do I have to go? To be pretty, so pretty, so pretty and pretty and not so pretty. Mike, das Operngesangstalent. Ja, ich weiß. Hier läuft jemand. Mike, kommst du nicht lang? Das ist Logik des Spiels Outlast. Oh. Ey, das gefällt mir nicht, dass das hier oben so verzwickt ist. Ey! Wieso stand da jetzt Bräutigam? Der Bräutigam. Ein Geschenk für den Bräutigam. Zum warte. Dokumente. Oh. Zum Hineinstoßen wird er etwas brauchen. Also braucht der Bräutigam sich ein Frauchen. Oh. Überdenken. Oh nein. Das ist halt auch krass. Wenn wir das jetzt nicht gelesen hätten, hätten wir keine Ahnung, wer ist. Oh, ich hab auch so keine Ahnung, wer ist. Und wer ist Glus? Ey, ich will's gar nicht wissen. Wer ist Gluskin? Und was sind das für komische Geräusche? Scheiße, dieser Dachstuhl, ne? Oh. Kamera. Wechseln Sie den Akku. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit Kamera. Klinischen Anfall. Dann schaffen wir dich nach Mount Massive.
Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hingehe. Und trotzdem... Oh nein. Wieso lade ich denn nach? Wenn du nachlädst, dann musst du einfach Rechtsklick drücken und hört auf. Ey, da ist irgendjemand. Okay, jetzt ist übrigens vorbei mit... Tastaturkamera. Oh mein Gott! Das ist der Bräutigam, glaube ich. Ich baue den Stuhl schon mal zusammen. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Selbstmorde dich doch selber. Hier ist irgendjemand. Ich weiß nicht wer. Quiet. Wow! If he catches, he was to him. Der Mann, sehr böse, sehr, sehr böse. Wir bekommen es mit irgendjemandem zu tun. Totenstille. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Nein. Und jetzt ist alles dunkel. Das interessiert mich gerade. Ich bin gerade so auf den Bildschirm fixiert. Das speichert. Wieso speichert das? Wegen einer Batterie. Sehr gut. So das Gefühl, dass wir an dieser Stelle schon 150 Mal waren. Mhm. Und dieser Dachboden scheint so ewig groß zu sein. Oh. Da ist der Schrank, da will ich erstmal nicht hin. Ah. Wolfram Ford, keine Ahnung. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis von Dennis Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Zwei Brüder? Nein, das ist schizophren. Wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen. Auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern und dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Okay, glaubst du, Dennis ist dieser Glaskin? Glaskin? Ja, Glaskin, was weiß ich. Glaub nicht. Oh, wieso will ich den Schrank nicht wegschieben? Bitte lass dir jetzt niemanden stehen. Ey, mir ist das gerade ganz unsympathisch.
Ey, das ist schrecklich. Das Problem ist, ich höre Leute reden, aber ich sehe niemanden. Wenn ich niemanden sehe, bekomme ich Angst. Und jetzt sind wir hier irgendwie... Ich glaube, das wissen Red Barrels auch. Ich glaube, das haben die deswegen eingebaut, aber ich bin mir nicht so sicher. Hä? Oh, hier muss ich hier drüber. Ja. Da ist doch schon Licht, jetzt mal ganz ehrlich. Vorne flackert irgendwas. Frage ist nur was. Gut, da ist nichts mehr. Was ist mit der Tür? Soll ich erst zur Tür oder erst ja, hier lang? Erst Tür. Die ist zu. Die ist zu, alles klar. Ich dachte schon, die werden doch hier keinen so komischen Korridor bauen. Was ist das? Ach so, das sind Tücher. Und was verdecken diese Tücher, wenn ich fragen darf? Ganz ehrlich, ich würde mir so dermaßen abartig in die Hose machen, wenn ich in der Situation dieses Mannes wäre. Also ich hätte mir, glaube ich, schon irgendwie irgendwas getan. Ich würde die ganze Zeit in irgendeiner Ecke sitzen und warten. Komisch, genau. Damit wir eine Batterie brauchen, bekommen wir auch eine. Interessant, interessant. Kann ich hier durch? Nein, nicht. So, hä? Okay, ich habe wieder was übersehen. Wahrscheinlich kann man hier hoch. Oh nein. Ey, ich möchte nicht wissen, was da ist. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Oh nein, das ist so ein riesiges Renndingens. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Torben? Sicher? Nein, müsst ihr nicht! Ich möchte das nicht! Kletter, Kollege! Also ich muss die ganze Situation gerade erstmal. Oh mein Gott. Runter, 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 runter. Und dann ist jemand hinter dir. Nein. Wir laufen dem jetzt direkt in die Falle. Was anderes wirst du nicht machen können. Wieso musst du denn.
Weil der bei so einem Balken. Ey, das haben die extra gemacht, diese blöden Wichser. Wir laufen dem jetzt direkt in die Falle. Weil nie im Leben würde uns das würden die uns jetzt schon in Ruhe lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst aber sehen, Achtung. Okay. Gut, Mike, den Rest hast du dir auch schon angetan. Mr. Gluskin? Sind Sie hier? Hallo? Ich hasse dieses Speicher, glaube ich. Habe ich das schon mal gesagt? Ja.